auf dem Fusion Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist die Blue Punisher Pille aufgetaucht. Die stark dosierte Ecstasy Pille soll zuletzt mindestens eine 13-jährige Konsumentin das Leben gekostet haben. Sicherheitsleute hatten auf dem Festival einen 29-jährigen festgesetzt, bei dem die Pille gefunden wurde. Derzeit in Untersuchungshaft befindet sich auch ein 37-jähriger. Er wurde im Zusammenhang mit dem Tod der 13-jährigen festgenommen. In der Wohnung des Mannes sollen Blue Punisher Pillen und 2000 Euro in kleiner Stückelung gefunden worden sein. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird leichtfertige Verursachung des Todes eines anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln vorgeworfen. In Neubrandenburg warnte die Polizei am Freitag vor eigenständigen Ermittlungen, etwa durch Eltern. Außerdem warnte das Polizeipräsidium vor Selbstjustiz mit Blick auf mutmaßliche Beteiligte oder mutmaßliche Dealer. Zum ersten Teil dieses Videos klickt in unser Profil.